Willkommen bei Hatschuh unterwegs. Ich bin Olli. Ich bin Julia und wir nehmen euch heute mit nach Rom. Rom ist die historische Hauptstadt von Italien. Wir haben circa mit 4 Tagen gerechnet, weil Rom ziemlich groß ist. Man kann viel unternehmen, viele Sachen machen und deshalb rechnet mit 4 Tagen. Die Flugzeit beträgt circa 2,5 Stunden und wir haben 120 Euro pro Person bezahlt. Am Flughafen angekommen war die Anbindung jetzt nicht unbedingt so übersichtlich. Wir müssten ganz schön lange suchen mit Zügen und so, das war nicht so eindeutig. Wir haben dann so ein inoffizielles Taxi genommen. Also es war, glaube ich, legal, aber es war nicht sein Job. Also der Typ am Ticketautomaten vom Zug hat uns dann so eine Quittung untergeschoben für ein Taxi von seinem Kollegen, der eh gleich losfährt und uns mitnimmt. Auf jeden Fall haben wir dafür 15 Euro bezahlt und er hat uns direkt zum Hauptbahnhof dann gebracht, von dort aus, wo es dann wirklich nicht mehr weit zu unserer Unterkunft war. Wir haben dann in einem Gasthaus geschlafen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, den werde ich euch hier einblenden. Da haben wir 35 Euro pro Person pro Nacht bezahlt, haben 3 Nächte dort übernachtet und haben Gemeinschaftsbad, Gemeinschaftsküche, wie in so einer Art WG gelebt. Dementsprechend war es halt relativ günstig. Hotels in Rom sind nämlich wirklich teuer, das wollten wir einsparen. Mit der Metro war es auch so eine Sache, und zwar um eine Metrokarte zu bekommen, musst du erstmal mit der Metro fahren, um ein Ticket zu holen. Richtig. Wir waren im Ort, haben überall gefragt, wo es eine Metrokarte gibt, weil die Busse, die Busfahrer konntest du nicht auch ansprechen, die waren hinter so einer Verglasung. Das war noch vor Corona, das war für uns noch ziemlich neu. Und wir haben ein Ticket gesucht, auch beim Kiosk nachgefragt. Da haben sie uns gesagt, wir müssen da und da hinfahren mit der Metro und da bekommt er auch unsere Tickets. Gut, dann sind wir halt ein bisschen schwarz gefahren. Ging nicht anders. Haben dann aber auch einen Ticketschalter gefunden und zwar ziemlich günstig. 18 Euro haben wir pro Person bezahlt für 3 Tage Metro. Unser erster Stop war natürlich das Kolosseum. Ein Wahrzeichen von Rom, einer der 7 Weltwunder und war damals das größte Amphitheater auf der Welt. Das Kolosseum ist ca. 2000 Jahre alt. Wurde 70 nach Christus gebaut. Normalerweise kostet das Kolosseum pro Person 16 Euro Eintritt. Wir hatten aber wahnsinniges Glück, dass wir zufällig in der Kulturwoche des Jahres da waren. Jedes Jahr im März, frage mich nicht welche Woche, ist immer unterschiedlich, veranstaltet Rom eine Kulturwoche, wodurch viele Museen und viele Sehenswürdigkeiten kostenlos werden. Unmittelbar neben dem Kolosseum, kann man vom Kolosseum aus auch schon sehen, ist der Konstantinbogen, also der Triumphbogen von Rom, direkt nebenan. Um euch schon mal einen Überblick zu verschaffen, habt ihr einen super Aussichtspunkt auf dem Monumente a Vittorio Emanuele, musste ich kurz suchen, ein weißer Palast mit so 2 großen Pferden obendrauf, nicht zu übersehen, für 7 Euro Eintritt pro Person. Kommt ihr mit dem Aufzug rauf, ihr müsst euch nicht mal groß anstrengen, habt ihr eine super Aussicht auf Rom. Anschließend waren wir am Pantheon. Das Pantheon wurde 125 nach Christus gebaut und ist ca. 1900 Jahre alt. Es ist einer der wenig vollständig erhaltenen Gebäude des alten Roms. Die enorme Kuppel des Pantheons hat einen Durchmesser von 43 Metern und war über 2000 Jahre die größte Kuppel der Welt. Der Eintritt pro Person kostet 7,50 Euro. Vor dem Pantheon befindet sich ein großer Platz mit ganz vielen Restaurants und wenn du da speist, wir haben zum Beispiel eine Pizza gegessen, hast du einen super Ausblick auf das Pantheon. Wenn man schon mal in Rom ist, darf man natürlich den kleinsten Staat der Welt nicht einfach weglassen, den Vatikan. Den riesen Petersdom, in dem der Papst wohnt und auch regiert. Und dieser riesen Platz davor, wirklich schön, gerade wenn die Sonne scheint, sieht das alles so hübsch aus. Wenn ihr in die Kirche reingeht, da kommt ihr, glaube ich, sogar kostenlos noch rein. Könnt ihr euch sogar die Pietà, die Originale von Michelangelo, angucken, die 1499 fertiggestellt wurde, alles noch per Hand gemacht. Und für 8 Euro kommt ihr in die Kuppel rein und habt noch eine super Aussicht auf Rom. Lohnenswert auf jeden Fall. Wir waren noch im Leonardo da Vinci Museum, befindet sich auf dem Platz Piazza del Popolo. Das Da Vinci Museum hat uns 12 Euro pro Person gekostet. Wer sich aber für Leonardo da Vinci ein bisschen interessiert, lohnt sich das definitiv, weil er war ja nicht nur ein Maler, sondern auch Bildhauer, Architekt, Mechaniker, Ingenieur und sogar Philosoph. Wer sich ein bisschen für Rom interessiert, der weiß auch, dass es die Kapitolonische Wölfin gibt. Die Wölfin befindet sich in der Nähe vom Caesarspalast, ist auch schon fast zu übersehen. Wäre da nicht so ein dicker Security davor gestanden, hätten wir sie gar nicht gesehen, weil sie so ein bisschen auf so einer Säule 2-3 Meter über uns stand. Wir wären glatt dran vorbeigelaufen, weil sie wirklich nicht so groß ist, wie wir erwartet haben. Es gibt nebenan auch ein Museum,
Aber da sind wir nicht reingegangen und kostet auch ein bisschen Geld. Und ich glaube, da ist sogar die echte Wölfin zu sehen. Ich glaube, die Wölfin, die wir gesehen haben, ist nur ein Nachbau. Weiß ich aber nicht zu 100%. Und gar nicht weit weg, gleich in der Nähe, ist dann auch die Curia di Pompeo, der Caesars-Palast, da wo er auch ermordet worden ist. Dann waren wir noch am Trevi-Brunnen. Es soll Glück bringen, eine Mütze über die Schulter in den Trevi-Brunnen zu werfen. Also wer ein bisschen Glück haben will, der schmeißt seine Mütze rein. Und wer Geld braucht, der fischt die anderen wieder raus. Und gar nicht so weit entfernt gibt es die spanische Treppe. Die ganz bekannte spanische Treppe mit 135 Stufen. Und das antike Rom bestand auch aus dem Forum Romanum. Man kann da reingehen. Eintritt weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Wir sind aber nicht reingegangen. Man kann es auch sehr gut von draußen sehen. Wir empfehlen euch noch abends, wenn die Sonne so langsam untergeht, Richtung Dämmerung schaut, nochmal an der Tiber lang zu laufen. Ich glaube, so spricht man es aus. Wir haben das direkt nach dem Vatikan gemacht, weil sie da auch lang läuft. Aber die Tiber läuft durch die ganze Stadt. Ihr könnt eigentlich an jedem Punkt mal an den Fluss runtergehen und da mal ein bisschen spazieren. Das ist total hübsch. Und mein absoluter Lieblings-Favorite-Tipp: in der Nähe vom Pantheon, 5 Minuten zu Fuß vielleicht, ist der süßeste Baguette-Laden, den ich je gesehen habe. Also, wer gern isst, der sollte da mal vorbeischauen. Richtig süßer, kleiner Laden. Ein Inhaber hat sich das da aufgebaut. So ein kleiner, richtig altmodischer Laden, wie man sich das von Italien vorstellt. Total süß. Unsere Gesamtkosten ohne Verpflegung betrugen 433,50 Euro pro Person. Das Fazit von Rom, was willst du sagen? Sehr alt, also jetzt nicht die modernste Stadt, aber dafür sehr, sehr interessant. Viel Kultur. Viele alte Bauwerke, was man so jetzt hier in Deutschland nicht unbedingt viel hat. Im Großen und Ganzen das Fazit, Rom muss man einmal gesehen haben. Dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen weiterhelfen konnten für euren nächsten Trip und wünschen euch ganz viel Spaß in Rom. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.